Alright. Spiel gegen Whitesat zu das dämliche Derby. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er genau weiß, was ich mache. Wahrscheinlich hat mich Zorro in die Scheiße geritten. sorry. Aber wir spielen Franzosen und wir spielen es lustig. Mit YZ, am Anfang war es eine Rivalität. Ich würde sagen, für Freundschaft kennt man sich zu wenig, aber es ist halt so eine freundschaftliche Rivalität. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht so, ich hoffe, der Typ verreckt in der Hölle. Es ist mehr so ein, ich bin nervös, weil ich möchte natürlich performen, aber insgesamt ist man total okay, egal wie es ausgeht. Einfach weil halt man weiß, der andere ist ein guter Spieler, hat genau wie man selber die Ränge durchstiegen, hat jetzt genau wie man selber letzte Season aufs Maul bekommen. Also wir begleiten uns halt schon sehr lang, bis auf die erste Saison, glaube ich. Und das geht auch, ja. Wir wollen so schnell wie möglich rauf, damit wir nämlich diese vermaledeiten Handelsposten da direkt bauen können. Dann könnten wir nämlich sogar noch den ersten Pass kriegen mit so ein bisschen Glück. Eventuellst, ne? Den will ich schon mal. Mal schauen, wie er das spielt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen vor Pikes, aber Pikes soll ich noch countern können, sage ich. Das Problem ist halt, YZ ist ja natürlich auch so ein Dude, der hat einfach die Maps im Kopf, der weiß, was da auf ihn zukommen kann im Zweifelsfall. So, aber da weiß ich auch, dass immer ein guter Schatz ist für sowas. Der Rest ist halt Scouting. Boah, das ist ja knapp gebaut. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das sich hier noch anbauen lässt. Und jetzt haben wir beinahe Minute 20 auch schon das Zeug. Und ich würde mir wünschen, dass es ein Fakeout wäre, aber ich habe tatsächlich vor, hier eine Native Strat zu spielen. Und zwar die Native Strat, die ich auch mir Zorro in einem Video dann vorstelle oder schon vorgestellt habe. Je nachdem, wie, wann ich jemals wieder irgendwas uploade. Nee. Alter Schwede. Ja, no shit ist der Idle, mein Freund. Schießen, ey. Ah, so eine Scheiße aber auch. Ich brauche den Handelsposten hier unbedingt, weil den anderen kann er bauen, den hier nicht. Ach, danke. Oui.
natürlich schon viel zu früh im nächsten Zeitalter für eine humane Zeit, ey, was soll das? Es gibt die Dinger zweimal, alles klar. Das ist natürlich nicht so gut. Jetzt werde ich da einfach frech wegbeleidigt. Was soll denn das jetzt hier wieder? Ja, ich bin heute wieder saunervös, ich weiß. Sehr schön gewollt, wie die letzte Drecksau hier am Planeten. Das war jetzt gerade knapp. Das war gut. Fertig mit den Nerven, ey. Setze, warum tust du mir das an? Thank you.
Ja, da kommen sie. Timing, was? Jetzt kommt der Spaß an denen, das sind nämlich Fernkämpfer, die Quissenbarschen, Nahkämpfer. Mit denen sollte ich das sogar fighten können. Zorro sei mit mir, der wird sich freuen. Das war jetzt wildes Game. Bin aber zufrieden damit. Zu schlecht, wie vermutet. Ach, Bullshit, Mann. Die Strategie habe ich einfach runter und rauf gespielt. Aber Niederländer auf einer Karte, wo ich Map Control brauche, also zum Beispiel Amerikaner von ihm, hätte ich hier richtig gruselig gefunden, weil dann kann er mir die ganzen Trading Posts wegnehmen und selber auf ein Native Play gehen. Aber das ist sweet. Villager. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Brownson hat auch recht gehabt. Ich habe das mit Zoe gespielt. Das ist, glaube ich, mein schönstes Spiel auf der Karte jetzt. Ich habe ja auch einen Ranked aufgenommen, aber das ist nochmal schöner.
wenn ihr zuerst das Rank gesehen habt mit der Strategie, dann schaut euch das hier an, wie ich es gegen YZ so gespielt habe. Das hat mir noch besser gefallen, weil hier habe ich nicht so lange H2 in H2 verbracht. Aber das war ein schönes, cooles Spiel. Bin ich stolz drauf, euch das zeigen zu dürfen. Da kann ich jetzt im zweiten reinscheißen. Sehr schön. Oh, leck mich fett, ey. Ja, dann bis gleich im nächsten Game. Game Nummer 2, jetzt wird es dann witzig. Er hat gerade noch gemeint, ich soll. Das ist schon 2-0, weil How the Rush hier rein. Und ich denke mir, How the Rush in Italien rein, das klingt total dämlich. Lass mal besser nicht. Und jetzt wird es hier schon mal der absolute Horror, die ganzen Wills zu Micron. Wenn man halt wenigstens die Schätze im Vorhinein sehen könnte, dann könnte ich von der deutschen Leitung profitieren. Ich liebe es, dass hier das Wasser schon erkundet ist. Möchte ich an der Stelle gerade mal gesagt haben. Wir machen das jetzt hier so dreckig gierig, wie ich es nur kann. Tatsächlich. Fragt nicht warum, es ist jetzt mein Game-Style. Wir holen uns jetzt hier einfach, was ich kann. An Siedlern raus und machen schnelles Age-Up. Warum gar so greedy? Weil ich kann. Oh Gott, das ist natürlich nicht so schön. Ha, misshört, das ist ja 1000. Aber ich habe das Spiel davor tatsächlich gewonnen, weil ich, obwohl ich einen Will nicht mehr mit dabei hatte. Ich will es nochmal angemerkt haben hier.
Uff, das ist halt auch ein spätes Age Up des Teufels, oder nicht? Oh, FI-Deck. Und komm, dann kommst du mir mit GG automatisch. Eh klar, weißt du? Nee, sehe ich jetzt nicht ganz ein, dass das. Ah, zu viel Pop. Zu viel auf Pop gegangen, das war nicht gut. Auch nicht schlecht. Ja, von mir aus die Kavallerie, weil irgendwas brauche ich doch fast, um ihm zumindest leicht auf den Sack zu gehen. Leider immer noch nicht so ganz on point, wo ich sie gern hätte, aber hey. Konzentriere ich, komm. Ist das Greed, wenn es Greed gegen den Himmel schreit? Ach, ich weiß ja nicht.
Na, habe ich mir jetzt fast gedacht, dass das hier nicht nochmal geht. Der hat eine Kuga geclaimed, Alter. Was zur Hölle? Da warte ich jetzt gerade ein bisschen zu lange rum insgesamt, aber hey. Ja, was denn jetzt hier? Ach komm. Das ist jetzt, also den Fight, weißt du, den kann er ja wirklich noch nehmen und alles. Also fände ich halt total schade eben, weil also das wäre jetzt wirklich noch ein hartes Ding geworden. Ich war nämlich recht beschissen vermakrot. Und ja. Ich beende mal an der, also ich mache mal hier kurz Pause und melde mich dann gleich wieder. So, also der Fight war jetzt natürlich ein bisschen anti-climatic, aber wir schauen jetzt nochmal ganz kurz hier rein in den Vergleich, einfach nur, weil ich wissen will, wie knapp es denn wirklich war. Also ressourcentechnisch bin ich schon ganz woanders, das ist ziemlich krass. Das überrascht mich, weil Italien da eigentlich schon boomen kann nebenbei und er hatte die Kree, aber er hat gerade selber gesagt, er hat sie ein bisschen spät mitgenommen. Militär ist halt nicht viel passiert. Ziemlich gleiches Militär. XP ähnlich. Dorfbewohner. Uff. Da bin ich bei 43 zu 29, also schon ein kleiner Vorteil, würde ich mal behaupten. Und Militärbevölkerung. Das ist halt, da hätte er schon längst einfach mal reingehen können. Hat aber gewartet und gewartet und ich gehe halt hoch und hoch und hoch. Und jetzt in dem Fight glaube ich schon, wir müssen nochmal die Masse angucken, aber grundsätzlich glaube ich, dass der Fight für mich einfach der bessere war oder gewesen wäre, weil Dragoner hin oder her. Die Arti hätte halt schon viel geregelt und dann kommen halt dahinter jetzt die Big Buttons und noch die Shipments und was nicht alles.
Aber ja, 2 zu 0. Ich bin sauzufrieden natürlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass Zetsu nicht so ganz happy war mit seiner Performance, weil der tut eigentlich eben, der ist jede Season wieder schwitzig, schwitzig, schwitzig wie sonst was für mich. Aber heute zur Abwechslung ein bisschen klarere Spiele. Aber man hat auch mal einen schlechten Tag. Und wir haben jetzt gerade ausgemacht, ich verabschiede mich jetzt noch in eine Runde FFA mit allen Anwesenden. Und dann, wer weiß, vielleicht lade ich die ja auch hoch. Ich wünsche euch was, Leute. Macht's gut. Passt auf euch auf und pfiat euch.